siamesische Kampffische. Sehr interessante Tiere. Tapfer, aber dumm. Sehr dumm. Außer ganz wenigen Exemplaren, wie zum Beispiel dieses hier. Es lässt zwei Fische miteinander kämpfen und wartet darauf, bis der Überlebende so erschöpft ist, dass er sich nicht mehr verteidigen kann. Und dann schlägt es zu. Wie das Phantom. Ich finde diese Parallele sehr amüsant. Unsere Organisation hat sie nicht aus Russland geholt, damit sie sich amüsieren, Nummer 3. Kommen Sie herein, Kronstein. Setzen Sie sich hier, Nummer 3. Wir wollen uns anhören, was Nummer 50 für uns ausgedacht hat. Kronstein ist ein sehr erfolgreicher Schachspieler. Hoffentlich ist er als Planungsleiter ebenso erfolgreich. Das bin ich, Nummer 3. Aufgrund Ihrer Instruktionen habe ich geplant, dass das Phantom die neue Dechiffriermaschine in unsere Hand bringen muss. Dazu brauchen wir aber die Mitarbeit einer weiblichen Person der russischen kryptografischen Abteilung in der Türkei und die Hilfe des britischen Geheimdienstes. Natürlich dürfen weder die Russen noch die Briten merken, dass sie für uns arbeiten. Nummer 3, ist Ihre Abteilung imstande, Kronsteins Anweisungen sofort durchzuführen? Ja, Nummer 1. Ich habe meine Abteilung so organisiert, dass sie jederzeit einsatzbereit ist. Ich wüsste schon ein geeignetes Mädchen beim russischen Konsulat in Istanbul. Ich kenne sie von früher, sie ist mir sehr ergeben. Und außerdem ist sie auch noch eine überzeugte Kommunistin. Sind Sie sicher, dass dieses Mädchen Sie auch jetzt noch für den Leiter des sowjetischen Geheimdienstes hält? Ich kann mir nicht denken, dass sie weiß, dass ich jetzt für das Phantom arbeite. Moskau hat meine Flucht außer einigen Mitgliedern des Präsidiums gegenüber geheim gehalten. Das wäre gut für uns, wenn das stimmt. Kronstein, sind Sie sicher, dass Ihr Plan gelingt? Ja, ich habe jede mögliche Gegenmaßnahme, die sich ein Mensch ausdenken könnte, in Erwägung gezogen. Was veranlasst Sie zu der Annahme, dass Mr. M., der Leiter des britischen Geheimdienstes, auf Ihren Plan eingehen wird? Weil es ihm ganz offensichtlich als eine Falle erscheinen muss. Soweit ich die britische Mentalität kenne, werden Sie einer Ihnen gestellten Falle immer auf den Grund gehen. Und eins steht fest, Sie werden sich auf keinen Fall die Chance entgehen lassen, eine russische Dechiffriermaschine in die Hand zu bekommen. Darauf warten Sie schon seit vielen Jahren. Kann sein, dass Sie recht haben. Sonst noch was? Außerdem halte ich es für eine besondere Raffinesse, dass ich bei der Gelegenheit das Phantom für den Mord an seinem besten Mitarbeiter rächen kann. An Dr. No. Ich nehme mit hundertprozentiger Sicherheit an, dass die Briten für eine so schwierige Aufgabe ihren besten Agenten einsetzen. Und das ist James Bond. Sorgen Sie dafür, dass er auf besonders grausame und qualvolle Weise stirbt. Gut. Ich werde meinen Plan sofort in die Tat umsetzen. Und ich garantiere Ihnen, es wird kein Misserfolg sein. Unserer Insel. Ich hoffe, dass Sie einen guten Flug gehabt haben. Ich habe nicht viel Zeit. Ist der Mann bereitgestellt? Hier ist seine Akte. Danke. Donald Grant, wegen Mordes verurteilt, aus dem Dartmoor-Gefängnis 1960 geflohen, eingestellt 1962. Ausgezeichnet. Wo ist er jetzt? Unten am See. Bringen Sie ihn sofort in mein Büro. Führen Sie mich runter zum See. Zum See geht es da lang. Dieser Grant ist einer der besten Männer, die wir je gehabt haben. Ein fabelhafter Bursche, kaltblütig und ohne Hemmungen. Dieser Mann schreckt vor nichts zurück. Er ist ungewöhnlich intelligent und seine Reaktionsfähigkeit setzt uns immer wieder in Erstaunen. Ich hoffe, dass Ihnen die Art unserer Ausbildung gefällt.
Ausbildung muss sein. Aber Erfahrung kann man nur in der Praxis sammeln. Sie haben recht, deshalb üben wir auch am lebenden Objekt. Rufen Sie ihn. Geld! Er ist wirklich gut in Form. Er soll sich binnen 24 Stunden in Istanbul bei mir melden.